Seid gegrüßt zum Rückblick der 8. Wandertour. Wir starteten unsere Wanderung in der Region Wernigerode im sogenannten Thumkuhlental. Lang war die Strecke diesmal nicht, aber sehr schön zu laufen. Vom Parkplatz waren es nur ein paar hundert Meter, die wir durch den Schnee auf einem Teil des Bergbau-Leerpfads liefen. Die Stempelstelle war die 85 Brückeneck und der Stempelkasten befindet sich an der nachgebauten Wasserkunstanlage. Gustav hatte auch seinen Spaß beim Schneemannbauen. Zurück gingen wir dann auf einem kleinen Weg an einem Bach entlang. Einen Stempel sollte es noch geben an diesem Tag. Dazu fuhren wir ein paar Kilometer weiter, blieben aber immer noch in Wernigerode. Das Ziel war das Gasthaus Arme Leuteberg, in dem wir auch zum Mittag aßen. Das Gasthaus liegt in etwa 435 Meter Höhe und wir waren froh, dass wir fast die ganze Strecke mit dem Auto dort hochfahren konnten. Wir mussten lediglich die letzten paar hundert Meter hinauflaufen. Der Stempelkasten befindet sich direkt am Haus. Insgesamt hatten wir nun 24 Stempel und das bedeutete, dass wir die Leistung für die goldene Wandernadel erbracht hatten. In dem Gasthaus konnten wir die Nadeln sogar erwerben, sodass wir dann glücklich und zufrieden wieder nach Hause fahren konnten.